Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mausakrobat und ja, ich habe für euch heute den nächsten Teil des Road to Badshed dabei. Wir sind immer noch beim 1375. Ich habe noch 7 Stunden Premium-Spielzeit, weil ich hier gestern auf dem Account mit Stan ein bisschen den Waffenträger-Modus gespielt habe. Für euch vielleicht, wenn ihr euch diesen Agent Mausakrobat holen wollt, nochmal die Erinnerung, dass ihr noch Zeit habt bis zum 5. Oktober hier im Waffenträger-Event-Modus bis Stufe 10 zu spielen, um euch dann quasi den Mausakrobat Commander zu holen oder wenn ihr Interesse daran habt, einen von den anderen 3 Community-Kontributoren, Skill, Ducky oder Quickie Baby. Wie gesagt, man muss sich hier dann entscheiden zwischen einem, für welchen ich mich entscheide, denke ich, das dürfte jetzt hier auf dem Bosskeiler-Account klar sein. Also da habt ihr noch bis zum 5. Oktober die Chance, euch diesen Agenten zu holen. Wenn ihr sagt, ja, ist ganz nett, aber ich habe keine Lust, den Waffenträger-Modus zu spielen, dann gibt es noch die Möglichkeit, euch hier über den Nachschub quasi das Kommandantenpaket auch mit 10x 5-fach Erfahrungsaufträgen das Ganze zu holen und für noch Credit Booster 5x für eine Stunde. 5000 Gold kostet einer, bis zu 5 könnt ihr euch holen. Also nur mal ganz kurz als Erinnerung noch, wenn ihr da irgendwie Bock drauf habt. Ich werde mir auf jeden Fall versuchen, hier auch, wenn ich schon mal einen Kommandanten im Spiel habe, den hier auch natürlich für den Free-to-Play-Account mir zu erspielen. Darum soll es heute aber nicht gehen, sondern wir werden jetzt weitermachen mit unserem Grind. Und da fehlen uns noch gute 50.000 oder um genau zu sein 53.000 XP. Dann sind wir durch damit. Also wir wollen die Premium-Spielzeit jetzt hier auf jeden Fall noch nutzen. Ich starte rein und wir hoffen, dass wir eine ähnlich geile Session haben wie beim letzten Mal. Das lief ja wirklich hervorragend und da sind wir auch wirklich richtig durchgekracht. Ansonsten denkt bitte dran, kräftig diese Reihe zu liken. Ich weiß, wirklich viel Aufmerksamkeit hat sie nicht und wirklich hoch sind die Aufrufszahlen auch nicht. Trotzdem ist es mir irgendwie ja eine Herzensangelegenheit, auch weil das hier eine Reihe ist, wobei alle Playthroughs oder Roadtos haben jetzt nicht so die wahnsinnige Reichweite von den Videos gesehen. Aber ich glaube, dass es trotzdem Leuten, die sich gerade in dem Anfang von World of Tanks befinden oder jetzt gerade so im Bereich sind, von Anfängern zu Fortgeschrittenen zu gehen, extrem weiterhilft. Also würde mich mega freuen, wenn ihr zu den paar Leuten gehört, die hier den Daumen nach oben da lassen, um vielleicht über den YouTube-Algorithmus das ein bisschen weiter zu verbreiten. Wir sind jetzt gestartet hier auf der Karte Klippe. Man hat hier mehrere Möglichkeiten. Ich persönlich bin eigentlich da ein Freund davon, jetzt hier als Low-Tier-Light in dem 9er-Gefecht vielleicht erstmal in die Mitte zu fahren, gucken, was es da gibt. Ich bin kein Freund davon, direkt auf den Hügel zu krachen. Vor allem haben wir jetzt hier auch einige Gegner, die ein CVS verbaut haben können, zum Beispiel der Udes, die Lorraine, der Even 90, der jetzt hier gerade ankommt, jawohl. Also wir haben ihn zumindest schon mal bei der Auffahrt gespottet. Also gibt doch ein paar Gegner, die natürlich hier CVS verbaut haben könnten. Die Lorraine gönnt sich erstmal stark. Oha, der Blesk von der Seite. Er sorgt jetzt hier für ein bisschen Ablenkung. Das heißt, wir können das vielleicht nutzen, um hier da hinten nochmal reinzuschießen. So, haben jetzt auch nochmal Schaden, Unterstützungsschaden für die Aufklärung der Lorraine bekommen. Er wollte es einfach durchziehen. Er hat sich gesagt, komm, scheiß drauf. So, jetzt auch wilder Peak da. So, ich muss jetzt hier ganz, ganz dringend weg. Geh direkt nochmal ein Reload. Erstmal hier stehen bleiben. Ja, das war jetzt knapp. Da kam nämlich jetzt nicht nur der 1375, sondern auch der Udes. Unser Leopoldski, der müsste jetzt hier mal ein bisschen rasieren. Reicht erstmal auf den... Ja, er darf sich jetzt hier nicht von dem Udes jeden Schuss fangen. Vor allem das Problem ist da hinten, wo der Udes jetzt steht. Da kann sonst auch kein anderer reinschießen. Also die TDs da hinten können hier nicht hinwirken. Das muss einem dabei immer klar sein. Jetzt kommt von hinten die Super Hellcat. Ich versuche jetzt hier mal drin stehen zu bleiben.
Ja, ziemlich unangenehme Ausgangssituation. Unser 50 TP lässt sich da in der Mitte ganz gut wegholzen. Jetzt kommt da der Udas wieder hoch. AP sehen aber noch ganz brauchbar aus. Also wir haben den Udas jetzt gerade gespottet. Jetzt kommt er da wieder hochgefahren. Hallo. Oh, der war richtig schlecht verzappelt. Ja, ich denke, wir sollten hier nicht weitermachen. Die Frage ist jetzt, wir haben in der Mitte noch den Nomad. Wir haben da jetzt den Udes. Und hier richtig rauskommen tun wir nicht. Also E75 und 50 TP, die müssten jetzt was machen. Also er zum Beispiel müsste jetzt hier gegen den Udes eigentlich gegengehen. Der 1375 hat jetzt die Chance, die Gelegenheit genutzt, ist auf den Hügel gefahren. Es ist halt das Ärgerliche, wenn ihr jetzt hier gegen 9er fightet, ne? Der Leopard grassiert da jetzt wieder vom Udas. Arti schießt daneben. Also der Udas ist da halt schon so ein bisschen Showstopper. Der Leopard lässt sich hier auch grandios ausziehen. E75 und 50 TP sind irgendwie nicht richtig geistig anwesend. E75, you need to push Udes. Arti schießt schon wieder daneben. Ja, das war jetzt keine schöne Situation. Also für euch selber, wenn ihr jetzt in so einer Situation top tier heavy seid, 50 TP, E75, es kann nicht euer Auftrag sein, hier mit dem E75 hinten zu stehen. Also ihr müsst entweder hier rumfahren oder die Mitte dominieren, eins von beiden. Es gibt auch nur eine 7er Arti. Das ist jetzt für 9er Heavys nicht das Problem, aber wenn ihr nicht wollt, dass eure Verbündeten rechts und links um euch herum sterben, dann müsst ihr versuchen, hier Zentrumsdruck aufzubauen und nicht da hinten einfach in abwartender Haltung stehen und euch zusammenschießen zu lassen. Ich als 7er Light, ja, man kann natürlich versuchen, auf den Hügel zu kommen, aber ihr habt ja gesehen, wie das für die Lorraine geendet ist und das Gegnerteam hat wesentlich mehr gemacht, um hier Kreuzfeuer aufzubauen. Der Donut gehört nicht uns, hier dieser Bereich gehört nicht uns, die Mitte gehört nicht uns, das ist eigentlich ein Rezept für eine Niederlage. Ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns in der Garage wieder und hoffen, dass es jetzt hier möglichst schnell vorbeigeht. Ja, also wir haben die Runde verloren, und ich denke, das war jetzt auch nicht sonderlich verwunderlich. Einfach die Karte Klippe, die gewinnt man nur über Kreuzfeuer. Und dafür müssen die Top-Tiers den Druck aufbauen. Aber wenn man sich jetzt hier mal anguckt, Leopard hat 0 Schaden gemacht. Der Udes hat hier eine sehr, sehr gute Runde gehabt. Auch die ISO hatte eine starke Runde. E75 und 50 DP haben zu keinem Zeitpunkt irgendwie die Initiative ergriffen, haben einfach nur da gestanden und quasi die Gegner kommen lassen. Das wiederum sorgt vielleicht dafür, dass ihr ein bisschen was an Schaden macht, aber das viel größere Problem ist das hier unten. Man sorgt halt da durch dieses Passive auch dafür, dass quasi so richtig niemand aus dem eigenen Team mitspielen kann und euch dann irgendwie unterstützen kann. Deswegen versucht als Top-Tier-Heavy in so einem Szenario auch wirklich dann den Druck aufzubauen. So, jetzt sind wir hier aber in einem neuen Szenario. Wir sind auf Redshire gestartet. Wir haben 2 8er Mediums, die CVS verbaut haben könnten. Also ihr seht, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Das war vor 2-3 Jahren noch kein Thema, aber jetzt guckt man als erstes immer, okay, wer, gerade wenn ihr in dem 7er Light seid, ja, weil ihr kein CVS verbauen könnt, die Gegner, wenn sie denn 8er sind, schon. Hier wären es jetzt das Objekt 416 und der AP-AMX-30, die, wenn sie damit unterwegs sind, einen CVS haben könnten. Ansonsten haben wir 2 7er Lights auf beiden Seiten. Auch eine ziemlich identische Verteilung, jeweils ein 1375, ein Skoda T17. Ich werde jetzt erstmal versuchen, einen schnellen Spot in der Mitte zu machen und hoffe, dass ich jetzt hier nicht von einem Gonzalo oder sowas gejodelt werde. Aber das ist eigentlich immer ganz geil, wenn ihr hier einen schnellen Spot in der Mitte bringt. Ich hoffe, dass meine Leute das jetzt hier auch verstehen. Bin schon gespottet.
habe jetzt versucht zu sagen, dass sie jetzt hier schon mal zielen sollen. So. Und jetzt müssten ja schon mal die Schüsse fliegen. Das hat ja schon mal ganz gut geklappt. Da kommt ein Kanaven, der mich versucht zu jodeln. Also. Unterstützungsschaden war schon mal da. Nur nicht für uns. Wir konnten den 1375 fürs erste da vertreiben. Hat mich jetzt aber auch nicht so richtig weitergebracht. Ich bleibe jetzt erstmal hier, gucken, was der Kanaven da vorhat. Leider hat man dann halt häufig, ich meine, guck mal, Super Hellcat da, hätte sich ja auch da oben hinstellen können, schon mal aimen. Defender ist durchgefahren. Scorpion steht jetzt da oben drauf rum. Jetzt ist auch der Kanaven durchgefahren. Wir geben ihm auch nochmal die Zeit, weiterzufahren. Wir haben jetzt schon den ersten Clown verloren. Ist natürlich auch wieder ungünstig. So, Kanaven ist jetzt weiter durchgezogen. Kommt jetzt ein Tiger 1. Oh, ich bin nicht gespottet, oder was? Okay, jetzt bin ich gespottet. Also, ich glaube nicht mal, dass mich der Tiger gespottet hat, sondern da oben jetzt der 1375. Leider hat auch hier wieder mein Team daneben geschossen. Der Tiger kann jetzt einfach durchs Bachbett fahren, alles klar. Also, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass mich da der Tiger gar nicht gespottet hat, sondern dass es der 1375 war, der da gerade durchs Zentrum gekracht ist. Auch hier, das ist jetzt natürlich die, das ist natürlich dann jetzt immer so das Problem der Lights, ne? Dass der Unterstützungsschaden immer noch bei Null ist. Die Su hat verschossen auf den Tiger. Es hat niemand am Anfang auf den Hügel, obwohl ich geschrieben habe, aim, ich werde da spotten. Gab es halt niemand, der sich in die Position bequemt hat. Škoda T17 ist hier, glaube ich, noch relativ weit vorne. Das war jetzt nicht der 1375. Und das war auch nicht der Tiger. Also da steht noch irgendwo der Škoda T17. Tiger ist jetzt noch weiter gefahren. Also ich denke, dass hier irgendwo in dem Bereich oder da oben in der Mitte, keine Ahnung, irgendwo da wird noch der Škoda T17 stehen. Aber auch hier ist jetzt natürlich schon wieder das Problem, wir haben halt die Mitte kaum besetzt. Ja, auf die Spots wurde nicht geschossen. Ein Großteil unseres Teams ist dahin gefahren, die lassen sich alle zusammenflöten. Was wir jetzt machen müssen und können, ist, dass wir jetzt den Tiger... Okay, der ist tot. Wir müssen jetzt irgendwie wieder versuchen, die Mitte zu besetzen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. In der Hoffnung, dass wir vielleicht... oben noch Schüsse bekommen, aber es gibt jetzt auch niemanden mehr, der jetzt hier großartig auf unsere Ziele wirken könnte. Wir können gucken, ob wir den, wir können auf APC umladen, können gucken, ob wir den Gonzalo rausnehmen können. Das wäre eine Chance noch, die wir haben. Oder den Kanaven. Okay, Kanaven ist draußen. Weiß gar nicht, ob der Defender das jetzt mitgekriegt hat, was ich hier gerade gespielt habe. Ich jetzt nochmal irgendwie einen Killshot auf den Gonzalo machen könnte, das wäre natürlich großartig. Unser VK spielt halt leider auch nicht mit. Ich kriege aber die Kanone auch nicht hoch genug dafür und bin jetzt schon wieder gespottet. Also
Problem ist, dass wahrscheinlich hier hinten ein Steyr WT drin steht. So, mal gucken. Ah, der Skorpion spielt das auch gut. Oder zumindest gegen mich. Können jetzt gucken, ob wir hier unten ganz durchfahren können. Von da aus den Unspotted im besten Falle den Gonzalo rausholen. Also hier unten wirklich durch. Die Hecken nutzen. Im besten Falle nicht gespottet werden. Also ich bin nicht aufgegangen. Schon mal gut. So. Und jetzt haben wir die Chance halt hier. Da steht noch ein Tiger. Okay, das habe ich jetzt auch nicht kommen sehen. Aber wir haben jetzt hier die Chance, wenigstens noch ein paar Schüsse zu machen. Ja, das ist jetzt hier eine Kommandoaktion. VK roffelt rein da. Das ist natürlich jetzt für mich gar nicht so gut, wenn der Defender sich jetzt gleich umdreht. Wobei kein Mensch weiß, wo er jetzt hin will. So, jetzt kommt der Tiger. Noch stehe ich eigentlich ganz brauchbar. Der Tiger jetzt hier nach vorne rommelt. 280 macht er. Steyr ist jetzt da oben. Ich bringe mich mal so in Position, dass ich hier vielleicht gegen den Steyr helfen kann. Oder wenn der Tiger jetzt hier nach vorne kommt, dass wir den vielleicht überraschen können. Also der VK muss jetzt mal ein bisschen seine HP konservieren, sonst haben wir hier wirklich gar keine Chance mehr. So, wenn der Steyr jetzt hier lang fährt zum Beispiel, dann... Oh, super Hellcat, die kann ich auch machen. Ja. Hier nochmal ein Reload. Oh, jetzt kommt der Tiger. Feuerwehr jetzt ganz gut. So, wenn ich jetzt noch einen Reload durchbekomme, kann ich wenigstens noch einen Schuss machen oder sowas. Er hat mich nicht gesehen, oder? Ja, hat er nicht. Ja, jetzt bin ich offen. Ah, unangenehm. Aber immerhin haben wir nochmal zwei, drei Schüsschen gemacht. Ich denke, an uns hat es nicht gelegen. Also, ich will mich jetzt hier nicht loben oder so. Alter, wo sind wir? Hä? Was hat... Junge, wo sind die drei Schüsse hingegangen? Was war das denn? Aber trotzdem, keine Ahnung, 3000 Schaden gemacht. Zwei Kills haben wir rausgeholt. Ich habe jetzt hier versucht, am Anfang zu spotten, habe versucht, mein Team in eine Vorteilssituation zu bringen. Das war denen aber egal. Es hat auch keiner abgeaimt, auch wenn man darauf hinweist, freundlich darauf hinweist, dass man versucht zu spotten. Ja, null Schaden, null Schaden. Das ist halt dumm, ne? Einschussschaden. Also gerade unsere TDs haben halt komplett reingeschissen. Aber ansonsten bin ich mit dem Ausgang der Runde eigentlich zufrieden, weil ich es dann halt hinten raus, glaube ich, dann doch ganz gut geschafft habe, noch Schaden zu machen, noch Kills zu machen. Ich habe genau gar keinen Unterstützungsschaden, obwohl wir alles Mögliche gespottet haben, sei es der Carnarvon auf dem Feld, am Anfang den 1375, auf den keiner geschossen hat, Scorpion, was haben wir da oben noch alles gespottet. Dann bin ich nochmal reingegangen, habe den Tiger gespottet, hat auch keiner drauf geschossen, also... Ja, wie viel hat er gespottet? Auch nur 32. Also beide Lights auf beiden Seiten. Top Damage. Das ist so eine Clown-Show manchmal. Oh Gott, das hat mich schon wieder... Das hat mich schon wieder abgeholt. Top.
Ja, geil. Also, die 1375, ne, das war jetzt hier der Beweis, das ist auch ein Top-Damage-Dealer. Und gerade wenn man wieder die absoluten Super-Unterstützer in seinen Reihen hat, dann ist das gar nicht so verkehrt zu wissen, dass man mit dem 1375 auch Schaden machen kann. So, was haben wir jetzt hier? Wieder ein Achtergefecht. Zweimal FSV im Gegnerteam, 1357, gegen den wir spielen. Wir haben dann hier ein Type 67, ein VK, 59, 16, 12 Tonnen. Keine Achter Mediums, also es gibt kein CVS. Wir könnten. Bin mir jetzt nicht so ganz sicher, wie ich es jetzt spielen soll. Weil wenn ich jetzt in irgendeinen Busch reinfahre, dann muss ich mich halt darauf verlassen, dass mein Team gut ist im Snipen. Und wir haben gerade in der Runde vorgesehen, wie gut das läuft. Deswegen, ja, weiß ich nicht. Die beiden Lights fahren da auf die Seite. Komm, ich spiele jetzt erstmal ein bisschen in der Mitte. Guck mal, dass ich hier vielleicht ein bisschen was aufklären kann. Aber versuchte jetzt noch nicht zu aggressiv reinzugehen. Vielleicht können wir da hinten was spotten. Da, den FSV haben wir schon mal aufgemacht. Guter Schuss. So, es wird jetzt ganz löblich, wenn noch jemand anders auf ihn schießen könnte. Und wenn er dann stirbt. Jawohl. Immerhin 168 Unterstützungsschaden. Da jodelt gerade der Type 64. Auch ganz interessanter Move eigentlich. Einen Schuss gemacht. Die gegnerischen Heavys, als wenn die. Es ist doch schon wieder. Hier geht es doch schon wieder mit dem Teufel zu. Also Chrysler macht alles richtig. 50T macht alles richtig. IS-3 macht alles richtig. Patriot macht alles richtig. Nur unser. Wobei die Heavy. Ja, jetzt habe ich ihn gerade gelobt, aber das ist jetzt schon wieder gottlos schlecht. Ich dachte so gerade, okay, alle drei Achter-Heavys ordentlich die Mitte bespielt, ordentlich jetzt hier heftig Druck aufgebaut, aber wenn man da jetzt so rüberjodelt, okay, das wird dann natürlich nischt. Bisschen bitter ist jetzt, dass der Type 64 es geschafft hat, wegzukommen. So, ich habe da nochmal was gespottet, könnte man drauf schießen, und Bock drauf hätte. Ein. Bin jetzt auch wieder der Einzige, der hier die Mitte spielt. Der VK 7501K da hinten. Alter Schwede. Was müssen meine Augen hier schon wieder sehen? Karo fährt nach vorne. Ich gehe jetzt, glaube ich, mal auf APCR. Immerhin haben wir jetzt schon 956% Spotting mehr als in der Runde davor. Mein Team steht halt auch einfach viel zu weit hinten, um da jemals drauf zu schießen. Also. Das ist halt schon wieder atemberaubend schlecht. KV4 steht viel zu weit hinten. VK, also eigentlich alle. Naja, aber mein Team hat da hinten jetzt den Hügel zumindest gewonnen, auch wenn das mit heftig viel HP-Verlust einherging. So, Moa zieht jetzt durch. Ich bleib mal hier in der Mitte. So, der FSV stand da hinten irgendwo. Da liegen ja nur 2000 HP hinten, also ist noch nicht so schlimm. Langsam geht mir der FSV ein bisschen auf den Keks, wenn ich ganz ehrlich bin.
Bin ich so ganz sicher, ob ich jetzt da hinten auf den Prototyp wirken will oder nicht. Patriot könnte jetzt halt auch mal weiterfahren. Der gegnerische Patriot zieht sich gerade ein bisschen raus. Ist bei 3 nochmal gespottet. Also Moa könnte jetzt zum Beispiel da... Ich denke, jetzt hat er mich auch gesehen. Ja. So, er fährt da gerade rüber, Freunde, ne? Ich weiß ja nicht, was ist los mit euch? Oh, der VK, jetzt kommt wenigstens der. Jawohl, aber... Nein. Alter... Dieser ranzige FSV. Es wäre jetzt halt irgendwie gut, wenn dieser IS-3 hier in der Mitte mal gestorben wäre. Oh, ich glaube, die Superhelikopter hat mich die ganze Zeit gespottet. Jetzt hat er mich schon wieder gespottet. Ich gehe nochmal in Reload. Aber wir sind immerhin jetzt schon mal bei 1300 Unterstützungsschaden. Und ich glaube, es war auch die richtige Entscheidung, nicht sich darauf zu verlassen, in irgendeinen Busch reinzuquanzen. Jetzt sollte ich eigentlich unspotted schießen können. Wo auch immer der... Zack, weg mit dir. Den können wir jetzt ins Heck schießen. Oh. Zack. Jawohl. Das läuft doch. Auch wenn es HP-technisch immer noch scheiße aussieht. So, da oben ist, fährt jetzt gerade der FSV spazieren, den will ich. Den FSV hätte ich jetzt gern tot. Aber wir können zumindest den Heavy Star, ohne dass wir jetzt dabei aufgehen, einen reindrücken. So, noch 2 APCR-Magazine. Also ihr seht, das ist manchmal hier echt mühselig, ne? Man muss dann auch immer gucken, lohnt es sich jetzt wirklich, da in der Mitte irgendwo zu stehen oder lieber in die Büsche. Ich glaube, wenn ich jetzt hier nicht in die Mitte gefahren wäre, dann wäre das Ding schon durch. Also dann hätten wir schon verloren. Jetzt müsste da mal jemand auf den FSV schießen, der da nämlich schon wieder gerade in die Mitte kracht. Er hat jetzt da sogar auch unseren Johnny rausnehmen können. Also kanonenmäßig liegen wir vorne. HP-technisch sieht das jetzt gar nicht so geil aus. Damit sie auch erstmal schön den Wurzler verloren. Das sind jetzt einfach wieder 700 HP eingestellt. Jawohl. Ich bin jetzt ein bisschen am überlegen. Ah, komm, schieß auf ihn. Nein. Das Problem ist der T-34-3. T-34-85. Aber ich muss jetzt da gucken, dass ich da Leute rausnehme. Wo zum Fick gehen diese Schüsse hin? Das war jetzt mein letztes APCR-Magazin. Komplett verdödelt. Komm, Patriot. Töte jemanden. Wie sie ihn jetzt alle da rammeln. Der ging nicht durch. Toll.
Ey, wir verlieren doch jetzt bitte nicht auch diese Runde schon wieder, oder? Junge, der KV-2 sucht sich aber auch die am weitest entferntesten Ziele aus, oder? Ah! KV-4, Kaslowski. Hilfe! Nein! Tötet! Hey. Skoda, ich brauch dich jetzt. Bitte! Skoda! Lass mich jetzt nicht sterben. Skoda, ein Schuss. Mehr wäre es nicht gewesen. Ein Schuss. Oh. Guter Schuss. Ja. Ah, das war ein starkes Magazin. So machen das die Profis. Fun Fact: Die beiden Johnnies könnten es aber trotzdem noch gewinnen. Aber so wie die sich hier die ersten Runden präsentiert haben, also ich weiß ja nicht. Das ist eine harte Demo-Session. Also, ich weiß gar nicht anders, in Worte zu packen, aber ich leide. Ich leide hart. Ich muss mir das jetzt leider auch noch mit angucken. Bis jetzt haben wir keine einzige Runde gewinnen können. In der ersten Runde waren wir chancenlos im Neunergefecht. In der zweiten Runde haben wir, glaube ich, alles in unserer Macht Stehende getan, um irgendwie in die Runde reinzufinden, um irgendwie damit zu spielen. 3000 Schaden haben nicht gereicht. Jetzt sind wir in der Runde, wo wir noch mehr Schaden gemacht haben und nochmal deutlich mehr Unterstützungsschaden draufgepackt haben. Hat aber auch nicht gereicht. Weil unsere Heavys so weit hinten gecampt haben, dass sie einfach überhaupt nicht auf die Spots auf der Einsatzfeuerlinie schießen konnten. Und wir dann sogar noch gezwungen waren, selber aus der Mitte wie blöd zu schießen, obwohl es eigentlich der Auftrag der Heavys gewesen wäre. Gerade ohne Arti. Da bist du doch dumm, wenn du dich mit einem Patriot oder mit einem VK etc. nicht in die Mitte stellst. Naja, jetzt werden wir weggekappt. Der KV-4 Kraslavski ist auch so blind, dass er wahrscheinlich niemanden sehen wird. Das ist echt zu hart. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle lassen wir das jetzt einfach mal als ein Video so stehen, als Panzerass mit erster Klasse eben und Panzerass in der Niederlage wieder Top Damage gemacht. Hart, 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 hart. Aber ich glaube, dass wir hier auch wieder chancenlos waren. Alright, dann würde ich sagen, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Auch sowas gehört zu der Erfahrung dazu. Wir sind trotzdem immer noch bei über 58% Siegrate. Wir haben jetzt hier auch unser Panzerass gemacht. Easy war es nicht. Damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und hoffen, dass wir dann bessere Runden zustande bringen. Also in dem Sinne, wie gesagt, ihr seht es, egal was man manchmal macht, es ist dann zum Scheitern verurteilt, aber das sollte einen einfach nur mehr motivieren, nächstes Mal dann doch die 4000 Schaden zu machen anstatt der 3200. Und was man zumindest gesehen hat, ist, dass der 1375 auf jeden Fall sehr gut imstande ist, ordentlich Schaden rauszudrücken. In dem Sinne, euch noch einen schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.